Thank you.
We'll
Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen bei der 6. Newcomer TV-Nacht bei der 3. Band. Und es war schon bis jetzt ein total krasser, intensiver, musikalischer Abend. Und ich freue mich total, hier im Gespräch zu sein mit dem Alexei und mit dem Dirk von Bush of Dawn. Hallo, schön, dass ihr da seid. Moin. Und vor allen Dingen, um das jetzt vorwegzunehmen, für die Leute, die nicht wissen, was hier heute Abend passiert. Ihr habt ja im Grunde genommen, also ist Bush of Dawn ein Audio-Projekt von Dornbusch, also wo ihr zwei zuerst einmal eure neue Vierspur-Maschine im Keller in eurem Studio ausprobiert habt und dann seid ihr sozusagen entflammt für das, was ihr musikalisch gefunden habt zusammen. Ja, also ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob man wirklich sagen kann, ob wir irgendwas musikalisch gefunden haben oder irgendeine bestimmte Richtung gefunden haben, weil wir es halt tatsächlich in ganz verschiedene Richtungen gemacht haben. Aber ja, genau. Also wir sind eigentlich ursprünglich aus Dornbusch entstanden, unsere andere Band, wo auch... Gruß auch an Paul übrigens. Genau. Paul. Grüße an Paul. Du guckst zu. Gehen raus und dann zum einen sozusagen notgedrungen wegen Corona und Pandemie und so weiter und Kontaktverbot und auf der anderen Seite auch eben, weil wir vorgehabt haben, so ein bisschen auch Aufnahmen zu machen und so weiter. So sind wir dann zusammengekommen und haben erstmal probiert und so ist dann das rausgekommen, was ihr später hören werdet. Ja, also was mich ja, also wie ich auf euch gestoßen bin, so radiotechnisch, also über Virus Musikradio, weil ihr habt ja 2020, glaube ich, zwei CDs veröffentlicht. Also wart ihr unglaublich kreativ, ihr habt ja wahnsinnig viel Stücke sozusagen, CDs, in der Vinyl habt ihr nicht, aber es ist alles online. Auch keine CDs, nee, wir haben das alles nur auf Bandcamp Alben hochgeladen. Alben genau, und keine CDs, Entschuldigung, also sind Alben. Aber drei Alben sind es, glaube ich, 2020 gewesen oder waren es nur zwei? Ich bin tatsächlich überfragt. Also jedenfalls so vom Zeitraum von Beginn bis heute sozusagen waren es dann insgesamt vier Stück, aber wann welches genau rausgekommen ist, wissen wir es nicht mehr. Also ich glaube, im Juli 20 kam das erste. Und Juli 21 kam dann das vierte. Genau. Und auf jedem Album sind ja durchschnittlich 10 Songs, also kann man sagen. Also das bisschen heißt, weniger, aber genau, ja. Bisschen weniger, aber nicht viel weniger, so Pi mal Daumen. Und das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr da zu zweit bei euch in dem Studio hockt, in irgendeinem Keller, also so ein bisschen schummeriges Licht und sozusagen jede Tages- und Nachtzeit vergessend, die Zeit verlierend. Also wie arbeitet ihr da? Wie findet ihr da zusammen? Wer versorgt euch mit Gemüse und frischen Lebensmitteln? Die brauchen wir nicht, weil wir haben Kaffee. Genau, wir haben einen Proberaum mit Neonlicht, also so ganz gemütlich ist es dann auch nicht. Das und eine Kaffeemaschine natürlich. Kaffeemaschine. Mittlerweile auch eine große Industriemaschine. Also. So ist es. Nee, genau. Wir bringen die Ideen von zu Hause mit. Also es ist mal eine Idee von Dirk, mal eine Idee von mir. Manchmal entsteht auch einfach tatsächlich irgendwie was mit einem Zimmer, so, ja, mit einem Proberaum und nehmen dann einfach eine Idee auf, gucken irgendwie, was können wir damit machen, was kann man damit irgendeinen Song herstellen. Und dann ist eigentlich das Konzept tatsächlich, dass wir dann auch den Song an dem Tag auch direkt beenden. Also auch mit Texte und allem drum und dran. Also das heißt, beenden alles, was sozusagen aufgenommen ist auf eure tollen 24-Spur-Recording. Ist es eine Bandmaschine oder ist es digital? Nee, es ist ein digitaler Mischpult. Okay, weil genau. Ich hatte jetzt schon in meinem Kopf so eine alte... schöne, fette leider nicht, nein. Bandmaschinen mit diesen komischen Bändern und so. Das wäre aber auch geil, oder? Ja, wär geil, aber dafür fehlt der Platz und die Kohle. Also so komplett eure Musik analog zu produzieren. Also Dornbusch ist ja reine Instrumentalmusik und Bush of Dawn habt ihr Gesang mit reingenommen. Also woher kam diese Idee, auch den Gesang, also Raum für Texte, weil ich finde ja eure Texte auch total geil, interessant, sehr zapparesk, versponnen, verschroben, aber das gefällt mir, passt auch sehr gut zur Musik. Also wie seid ihr darauf gekommen? Gute Frage. Also gut, ich habe früher ab und zu mal so ein bisschen zu Hause gesungen, Akustikgitarre und so weiter gespielt. Und ich weiß auch gar nicht mal, welcher Platte wir das erste Mal gesungen hatten. Bin ich nämlich auch gerade so ein bisschen überfragt. Jedenfalls kam irgendwann mal so die Idee, okay, wir haben ja ein Mikro auch rumfliegen und sowas. Und ich könnte es ja auch mal probieren, da irgendwie ein bisschen Gesang drüber zu machen. Am Anfang war das noch recht zaghaft und so. Aber das war dann auch für mich eine Möglichkeit, mich mal auszuprobieren am Gesang. Ja. Und da haben wir dann auch so ganz verschiedene Richtungen einfach mal ausprobiert. Und auch bei den Texten ist es so,
ein, zwei Texte, da haben wir vielleicht irgendwie so ein bisschen Ideen vielleicht auch schon mal vorher im Kopf gehabt, aber die, also eigentlich ein Großteil der Texte sind auch wirklich einfach dort vor Ort entstanden. Ne? Haben uns hingesetzt, haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen Text. Ja, genau. Und was ich ja, ihr lieben Leute da draußen, total spannend finde und total geil finde von den beiden, ist, dass es eigentlich, wie gesagt, ein Duo ist, was im Studio die ganzen Sachen sich ausdenkt. Und dann kam mir irgendwie die Idee, ich will die Band unbedingt bei Newcomer TV haben. Und was haben die Jungs gemacht? Sie haben eine Band zusammengestellt. Das heißt, ihr habt ein Casting gemacht bei euch in eurem Studio und habt euch Jungs gesucht, die sozusagen diesen Sound, den ihr digital schon auf den Alben habt, den dann auch auf der Bühne. Da oben sitzen sie, ja. Nee, also Carsten in dem Sinn brauchten wir nicht, weil wir kannten schon ein paar Leute und dachten, so überlegt, ja, was, wie wird es denn passen? Und ja, jetzt passt. Na, ich meine jetzt die Musik für die Leute, die Bush of Dawn nicht kennen, ist ja sehr speziell. Also es ist ja streckenweise so wie epische Filmmusik und dann ist sie wieder ganz minimalistisch. Also das kann sich aufblasen wie eine Riesenwand. Und ich habe das vorhin beim Soundcheck schon gehört und ihr habt es ja geschafft in der Band, diese Dynamik tatsächlich mit den Jungs, die ihr jetzt als Verstärkung habt, zu generieren. Und das ist ja nicht, also da kannst du ja nicht einfach jeden nehmen, das muss ja wirklich passen, weil sonst gibt es ja nur noch Ärger beim Proben. Genau, genau. Und da war es tatsächlich einfach so, wir haben die Leute gekannt, also es sind Martin, Basti und Davi, sitzen da irgendwo verteilt, werdet ihr gleich noch sehen. Genau, und da war es auch tatsächlich so, auch Davi kennen wir nochmal von einem anderen Projekt, weil Davi selber auch Musiker und bei dem wir dann eigentlich die genau. Musiker für Davi gewesen wären. Genau, wir hätten eigentlich auch noch, muss ich sagen, Session-Musiker und Live-Musiker für Davis Davi Projekt. Okay. Wäre eigentlich auch geplant gewesen, dann kam die Pandemie. Also das heißt, darüber waren wir dann auch so ein bisschen verbandelt und haben dann auch Martin und Basti gefunden und ja, haben halt versucht, auch, auch tatsächlich von jedem Album auch einen Song mit reinzunehmen für heute. Ne? Das haben wir, glaube ich, geschafft. Und einfach mal so ein bisschen so die Bandbreite zu finden, dass wir das in 30 Minuten reinpacken. Also finde ich auf jeden Fall, ist in der Historie von Newcomer TV einmalig, dass sozusagen speziell für den Abend ein Programm zusammengestellt wird, also auch eine Band zusammengestellt wird und so. Das, da bin ich sehr gespannt, aber das, was ich gehört habe, ist auch schon sehr, wie sagt man, also ja, ich bin, also macht Spaß, sich das anzuhören. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Also, weil ursprünglich war es ja ein Audioprojekt. Und ihr habt ja eigentlich eure Dornbusch, eure Band, eure Stammband und jetzt möglicherweise bei den ein oder anderen Kaffee wurde euch beiden klar, fuck, jetzt haben wir eine geile Band, was machen wir jetzt? Wie ist die Vision für die Zukunft? Es gibt noch keine konkrete, glaube ich. Gibt es tatsächlich noch nicht. Wir sind irgendwie fünf erwachsene Leute, die haben irgendwie alle ihr eigenes Leben und so weiter. Sind auch zum Teil sozusagen örtlich getrennt und so weiter zwischen Berlin und Frankfurt und so. Deswegen, wir werden jetzt mal sehen, was dann einfach die Zeit danach bringt. Wir haben uns jetzt hauptsächlich sozusagen auf das Konzert hier konzentriert. Aber wir sind natürlich fünf Musiker, die in Frankfurter Raum wohnen und wir haben ein Zimmer, in dem wir proben können. Das heißt, da haben wir schon Bock, auch weiterzumachen. Also das heißt, auch für also wenn da jetzt Veranstalter sind, denen das gefällt und davon gehe ich einfach aus. Also ihr werdet nicht abgeneigt, auch die weiteren, also weitere Gigs, zum Beispiel Herzberg. Ihr habt mit Dornbusch im Höllenschuppen gespielt. Wie war das überhaupt? Der Höllenschuppen ist ja mitten im Publikum. Ist da so eine improvisierte Bühne aufgebaut? War das cool? So fing das wohl an mit dem Höllenschuppen. Der Höllenschuppen ist jetzt in Freak City, nennt sich das. Das ist da, wo die ganzen Leute übernachten, wohnen in der Zeit. Und die Bühne ist schon ziemlich gut mittlerweile. Ist eine größere, also eine richtige ist eine professionelle, größere, ist eine größere Bühne geworden. Ja. Fette ist auch größer Bühne. Als die kleine Herzberg, die kleinste Herzberg-Bühne. Ja. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr lebt nicht von der Musik. Ihr seid sozusagen, habt alle Berufe, weil wenn man jetzt hört, ihr seid die ganze Zeit in einem Studio und so, da könnte man ja denken, ihr nehmt auch andere Bands auf in diesem Studio oder das macht ihr nicht, es ist nur für euch? Ja gut, also ich meine Studio, es ist kein Studio. Also es ist ein Proberaum in einem Bunker in der Schmidtstraße beim Bett im zweiten Stock und wir müssen dringend mal wieder aufräumen, haben wir heute festgestellt. Wir teilen uns das Zimmer auch mit einer anderen Band und sowas, also es ist kuschelig und wir haben alles reingecrampt, was so geht. Aber ja, das ist unser kreativer Raum.
Das heißt, ihr lebt nicht von der Musik, würdet es eventuell tun, wenn es sich machen lässt, aber das Genre, in dem ihr arbeitet, also diese Subkultur, dieses Genre ist ja sehr speziell und ob man da jetzt großes Geld, also es sei denn, man ist Guru-Guru, da könnte man vielleicht also vom Namen zerren, aber so als Neueinsteiger ist es schwer in diesem Genre, oder? Ja, das war auch nie die Haupt, das war nie die Hauptintention erstens und zweitens macht das dann auch abhängig, wenn du irgendwann mal Geld damit verdienst und alles andere nicht mehr hast und dann irgendwann das nicht mehr passiert, dann musst du vielleicht Sachen machen, auf die du keinen Bock hast und das machen wir nicht. Ich glaube auch so ist tatsächlich einfach Busch auf Dorn auch entstanden, weil wir eben einfach zwischendrin die Zeit hatten. Ja, vor allen Dingen, weil die Grundidee ist ja auch so eine, erinnert mich alles so ein bisschen, obwohl die Musik nicht so ist, aber irgendwie atmet sie auch so ein bisschen dieses Krautrock-Feeling. Ja, also diese ganze Identität damit, also es einfach machen, just for fun und alles Blut da reinzusetzen. Ja, und das macht euch so sympathisch. Dem würden wir gerne gerecht werden. Auf jeden Fall. Und deswegen geht jetzt mal an die Instrumente, weil ich würde mich natürlich unglaublich gerne noch weiter mit euch darüber unterhalten, aber ich bin jetzt heiß auf eure Musik. Und ich bin heiß darauf, dass die Jungs sich jetzt hier aufbauen und an die Instrumente gehen. Bitte kommt Busch auf Dorn hier auf die Bühne. Bei der Gelegenheit auch nochmal ein riesen Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne, es ist mir eine Herzensangelegenheit und unserem Team auch. Und während ihr euch jetzt zurecht macht, dann see you later, möchte ich den Menschen da draußen noch sagen, dass diese Newcomer-TV-Nächte natürlich nur funktionieren, wenn viele, viele, viele Leute hinter der Kamera arbeiten. Und da möchte ich mich erstmal ganz groß mit einem Applaus, einen universellen Applaus von euch beim Finn, bei Steffi, bei Dennis, bei Christian und bei Jochen vom Newcomer TV, also die Fernsehcrew hier bedanken. Mal einen Riesenapplaus für die Jungs und das Mädel, die hier ihre Freizeit und ihre ganze Energie reinsetzen. Dann der wunderbare Chrissy, der den Online-Ton macht, der Christian, der den Hauston hier macht und Thomas macht das Licht, Marco, der die Bühne hier macht, Paolo macht Bühne und ist unser Hygienespezialist, dann die Crew von der Portstraße Jugend und Kultur, die hier an der Theke sind, dann die Diana mit ihrer Crew, die hier das Catering macht, an all diesen Menschen, die hier ihren, sage ich jetzt mal, ihre Energie und ihre Liebe in diese Veranstaltung reinsetzen seit vielen, vielen Monden.